Yo moin, was geht ab Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Mario Kart 8 Deluxe. Und wir spielen heute den nächsten Cup. Da habe ich leider nur 2 Sterne geschafft. Und heute spielen wir einen etwas schweren Charakter. Und zwar würde ich mal sagen, wir spielen einfach mal Morten. Das ist, glaube ich, ein schwerer Charakter. Wir nehmen... Ich glaube, wir nehmen mein Bike. Das würde am coolsten aussehen, glaube ich. Wenn so ein richtig kräftiger Typ auf dem Motorrad sitzt. Wir nehmen... ich hoffe... Ah, warte mal. Das ist kein scharf driftendes Bike, sondern normales driftendes. Ja, doch. Also... was nehmen wir denn da für Reifen? Standards. Nee, kräftiger Typ braucht riesen Reifen, ne? Damit es passt. Und wir nehmen selbstverständlich, weil er ein Anhänger von Bowser ist, den Bowser-Gleiter. Heute können wir... Upsala. Heute können wir eine Mario Kart Tourstrecke, Tokios Tempo Tour erwarten. DS-Strecke, Pilzpass, das ist eine sehr coole Strecke. GBA, Wolkenpiste und Nindojo, ebenfalls aus Mario Kart Tour. Warum es Nintendo nicht kennzeichnet, keine Ahnung, haben sie wahrscheinlich vergessen oder war ein Fehler. Gut, let's go. Natürlich in Glückskatzencup. So, Mario Electrical Support. Ah ja. So Nintendo, aha. Schönes Easter Egg. Falls ihr das nicht kennt, Nintendo hat auf Twitter so einen technischen Info-Account, sage ich jetzt mal. Da haben sie immer so gepostet, wann wieder Updates sind, aber die sind immer, wirklich immer in der Nacht. Bei uns, da spielt eigentlich keiner. So Service-Updates oder so. Das betrifft eher die Amis nur beim Zocken. Also von dem her. Müsst ihr nicht kennen. Also verpasst ihr nichts wirklich. Och Mann, Alter. Oh, nice. Getroffen, Alter. Geil. Aber schon wieder einen roten Panzer. Was ist das für ein Betrug? Die Kenner unter euch, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich Link spiele. Und nicht so schwere Charaktere wie Morten. Aber es lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Zum Glück habe ich kein Schafdriftendes genommen. Ach, dieses Spiel verarscht mich schon wieder von vorne. Also. So ein Mist, ey. So. Ich kann nicht meinen richtigen Vorsprung aufbauen. Den ganzen Trügen hier. Hallo. Bleib mal weg, du. Oh ja, ich habe niemanden getroffen, nice. Sehr schön. Komm. Okay, wir haben ein bisschen Vorsprung, aber jetzt nicht so viel, dass ich sagen kann, ah, ich kann mich gut entspannen. Wenn ein Starry kommt, bin ich am Arsch. Oder was auch immer. Irgendwas Unvorhersehbares. Aber nächster, wir haben den ersten Platz sicher. Und die Strecke ist eigentlich ganz gut. Ja. Natürlich wieder nicht so viele Hindernisse. Kennt man ja von Mario Kart Tour. Aber gut, wir... können uns, glaube ich, auf die nächste Strecke freuen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wer nicht? Der Pilzpass von Mario Kart DS. Ach, ist das wunderschön. Online ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es keinen Gegenverkehr mehr gibt. Das finde ich echt schade. Also wirklich. Dann gab es wirklich immer Gegenverkehr. War auch sehr hinderlich. Aber so, boah, weiß nicht. Man hat sehr viel vereinfacht im Mario Kart Tour, was ich echt schade finde. Warum hat man da einfach nicht mehr Autos platziert, die dagegen fahren? Nein, die fahren einfach mit. In deren Schneckentempo. Das ist ja kein richtiges Hindernis. Na gut, Nintendo macht immer alles einfacher zurzeit. Keine Ahnung wieso.
die Kinder wahrscheinlich, um mehr kleine Kinder am Spiel anzuregen. Weil Kinder sind ziemlich schnell gefrustet, wenn es zu schwer wird. Aber gut, dann müssen wir halt drunter leiden anscheinend. Meint Nintendo so. Wie findet ihr eigentlich die Musik bei der Strecke? Also ich finde es so geil, Alter. Nostalgie pur. Mario Kart DS, als ich glaube 9 war, habe ich angefangen zu spielen, habe einen DS bekommen. Wundervoll. Einfach Nostalgie, Alter. Das war wunderschön. Yeah. Oh mein Gott. Autsch. Ich habe zum Beispiel die Mario Kart DS mehr gespielt als Mario Kart Wii. Ich weiß nicht. Ich war früher der Handheld-Typ. Und jetzt bin ich hier. Ja. Der Heimzocker. Tatsächlich. Hm. Ich kann nämlich die Switch in Urlaub mit. Kein Problem, aber. So früher Wii gespielt, nie wirklich so ausgiebig wie hier auf der Switch. Das war nie Thema für mich so. Ich habe es ein paar Mal gespielt so. Als ich sie neu bekommen habe. Aber. Gut. Autsch. Seid ihr auch so ein Heimzocker oder seid ihr eher so der Handheld-Typ, der eher unterwegs spielt? Bei mir hat sich tatsächlich in ein paar Jahren geändert, als ich mit Let's Plays angefangen habe. Sogar schon dort, ne? Da war ich 14, ne, 13 war ich, ne? Na, kurz bevor ich 14 wurde. Habe ich mit Let's Plays angefangen. Da war meine Stimme auch dementsprechend in dem Alter. Nicht so wie heute. Eine schöne, angenehme männliche Stimme. Aber gut. So ist das nun mal. Ja, Waluigi ist ziemlich gut dabei. Yoshi ist auch ziemlich gut dabei, aber ich hasse diesen Dino. Ich hasse ihn, der muss letzter werden. Meine Hassliebe zu ihm ist eine lange Geschichte. GBA-Strecke Wolkenpiste. Da ist ein Haus, was? Das haben wir noch nie gesehen. Ach ja. Allein gibt es ja keine Sequenz wie hier, ne? Die habe ich immer geskippt und so. Aber das größte Manko, was man hier sieht, ne? Die Wolken bewegen sich oder was? Ich weiß nicht. Ist das so gewollt oder ist Fehler? Bei manchen Strecken bewegen sich die Wolken nicht. Aber hier am Rand bewegen sie sich. Aber hier bewegen sie sich auch plötzlich nicht mehr. Hä? Was ist das denn? Nur am Anfang dort, bevor man die Brücke passiert. Und hier fängt es wieder an mit dem Wolken bewegen. Hä? Ich verstehe das nicht. Was hat Nintendo da gemacht? Sieht so weird aus. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ist das gewollt oder Nintendo schlampig gearbeitet oder was ist da los? Gut, die Abkürzung könnt ihr immer nehmen, auch ohne Pilz. Natürlich ist sie dann gefährlicher. Aber gut. So ist es nun mal mit Abkürzung immer, ne? Man muss immer ein Risiko mit einplanen. Aber gut. Für eine GBA-Strecke ist sie eigentlich ganz gut geworden, muss ich sagen. Sehr grafisch aufpoliert. Ja doch, gefällt mir. Mit ein paar Goofers hier. In verschiedenen Farben teilweise sogar. Grüne, rote, blaue, wunderschön. Hätte noch gelbe gebraucht, glaube ich. Und natürlich, mein Freund ist auch da. Selbstverständlich. Der blaue Starry-Panzer. Wir lieben ihn alle. Weil er mein erster ist. Was? Was? Was ist das für ein Betrug? Oh mein Gott. Ja, noch ein Blitz vielleicht? Unfassbar, ne? Zwei Blitze in so kurzer Zeit und noch Stachelpanzer, ne? Blaue Stachelpanzer, so heißt er. Aber ich hoffe, ich werde Erster. Weil Abkürzung und so, ne? Ich habe keinen Pilz bekommen. Aber doch, doch, wir sind Erster. Wenn jetzt nicht so ein Blitz kommt. Ne? Gut. Alles klar. Boah, was für ein Part schon wieder, ey. Blitz! Starry, bam, und nochmal Blitz. Yeah, geil. Betrug ist am Start. Habt ihr auch so ein Pech immer offline? Weil ich werde immer betrogen.
Aber es ist halt Betrugskart, wie ich das immer nenne. Marker Tourstrecke Ninja Dojo, so heißt sie also auf Deutsch. Alles klar. Auf Englisch heißt sie Ninja Hide Away. Ja, klingt cooler. Aber die Strecke sieht wunderschön aus. Also wirklich, hat Nintendo sehr gute Arbeit geleistet. Es gibt auch coole Hindernisse. Oh mein Gott. Schwer zu glauben, ich weiß. Aber es gibt sogar Hindernisse und viele Wege. Das will doch jeder haben, oder? So ein paar Hindernisse. Auch wenn es nur so Wasserpfützen sind. Wie in der Mario Kart DS-Strecke mit der Luigi-Strecke. Da hat es immer geregnet. Man ist immer da ausgerutscht auf das Wasser oder Öl oder so was war. Ja. So. Da oben kommen wir leider nicht. Aber gut. Dann machen wir einmal nach oben und einmal nach unten. Damit man mehrere Wege sieht, was da oben ist, was da unten ist. Und ja, ganz gut. Dann hat man sich nicht so auf die Palme oder auf die Pelle. So, das war jetzt ein Fail, sorry Leute. Aber man hätte da oben fliegen können, dann wäre es noch ein anderer Weg gewesen. Aber dann gehen wir halt nach unten diesmal. Boah. Blitz, ah wunderschön, ah ja. Nicht dagegen fahren, das ist so wie als wärt ihr Mario Kart Wii gegen die Waggons bei Wagenlinie gefahren. Ich habe es ausprobiert in einem anderen Offline oder was auch immer. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommen wir nach oben. Wunderbar. Also ich muss sagen, die Strecke ist wundervoll. Also wunderschön, wirklich. Hat Nintendo so gute Arbeit geleistet, die Mario Kart Tour. Die ist anders als die anderen Strecken. Hm. So, jetzt gehen wir nach oben. Boah. Hat er keinen Stunt geschafft, aber ist nicht schlimm, denke ich. Denn wir kommen trotzdem nach oben. Und da sind wir. Ah ja, das bewegt also die Dinger. Dinger? Diese Stacheldinger. Toll gemacht. Wunderbar. Ich habe mir den ersten Platz verspielt. Wie immer. Junge, was ist denn los? Weil ich den Weg nie gefahren. Oh, da ist sogar eine Abkürzung. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen? Aber ein anderer Weg. Ein ganz kleiner. Aber ich glaube, man kann es nur mit Pilz passieren wegen dem Hindernis. Also ich fahre echt nur scheiße gerade. Also, wenn ich Erster werde, dann ist echt ein Wunder. Vielleicht hilft mir der Pilz, ich weiß nicht. Ja, Starry. Gut. Also wenn ich Erster gewesen wäre, wäre ich sowieso verarscht geworden. Nein. Oh mein Gott, wir sind dann noch Erster geworden. Wie geil. Also die Strecke ist wundervoll, muss ich sagen. Also echt. Hat ihn dann echt gut Arbeit geleistet, wie am Anfang gesagt. Lol. So viel Luck auf einmal und Betrug und Dummheit. Wunderbar. Sorry, dass ich in der letzten Runde so scheiße gefahren bin. Aber oben fahre ich eigentlich kaum. Ist ein bisschen ungewohnt. Naja. Ab zur Siegerehrung und... mit 3 verdienten Sternen, auch wenn viel Glück dabei war. Sogar auf Ninja Dojo. Geil. Ach ja. Wer freut sich auf Gespiegelt? Oh, 200 wird ziemlich interessant. Das haben wir online ausprobiert. Die meisten hatten keinen Bock drauf, weil die Strecken ziemlich eng sind. Das wird auch ziemlich interessant für mich, weil ich immer überall 3 Sterne haben möchte. Na gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen mit ein paar Fails und viel Glück sogar. Krass. Ein Betrugskart auch noch. Ziemlich krass. Ja. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben wäre schön. Einen wunderschönen Kommentar über die Strecken, über eure Meinungen, wie ihr sie findet, wäre auch wundervoll. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Euer Splatina, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.